Halli und herzlich willkommen. Ja, heute gibt es ein weiteres Video in der Serie Der Wandergrill. Ja, der ist wieder bei mir eingetroffen, macht mal einen kleinen Heimatbesuch. Ist ja schon eine ganze Weile unterwegs, hat auch schon viele Leute besucht, sind schon tolle Videos entstanden. Wer die Videos noch nicht kennt, sollte sich unbedingt mal den Kanal Der Wandergrill aufrufen. Da gibt es dann auch eine Playlist mit allen bis jetzt veröffentlichten Videos. Ich werde heute darauf Obst grillen, eine pikante Variante von Obst. Das heißt, ich mache Melone, Ananas und Birne. Dazu benötige ich heute natürlich eine schöne Ananas. Dazu habe ich dann auch noch den Speck, dann eine halbe Melone. Da kommt dann nachher ein bisschen Salz, Curry, Olivenöl und ein bisschen Pfeffer noch dazu. Dann habe ich hier die Birne und etwas Schimmelkäse. Ich nehme heute hier ein Castello Blu. Ja, da hinten steht halt noch das Olivenöl. Hier ist noch ein gutes Salz. Das brauche ich nachher. Ja, ich werde das Ganze jetzt schon mal so ein bisschen vorbereiten und dann zeige ich gleich, wie ich es zubereite. Als erstes werde ich mir jetzt hier erstmal eine daumendicke Scheibe von der Melone runterschneiden. Daraus schneide ich mir dann Stückchen. So, ich mache mir da jetzt erstmal einen Spieß rein. Durch die Schale geht das hier hinten immer ein bisschen schwer. Einfach so ein bisschen drehen und dann versuchen, dass man mittig in der Melone bleibt. So, weiter geht es dann mit der Ananas. Ich werde heute nicht die ganze Ananas verarbeiten. Ich schneide hier unten erstmal so dieses Stück weg. Und dann mache ich mir hier wieder zwei daumendicke Scheiben. Dann schneide ich mir hier außen großzügig die Schale weg. Und so ein bisschen hier in der Mitte den harten Strunk ausschneiden. Und dann wickele ich das Ganze hier schön mit Speck ein. Ist ein bisschen eine Fummelei, aber das geht schon. Ja, man braucht so pro Scheibe, also wenn die Finger dick sind, so 2 bis 3 Scheiben von so einem Bacon. Sieht jetzt nicht so ganz schick aus, aber das macht nichts. Schmecken tut es trotzdem. Ich mache hier dann auch noch mal 2 Spieße rein. Zum einen fixiert man so ein bisschen den Speck und zum anderen lässt sich es nachher einfach auch besser festhalten oder umdrehen. So, und das mache ich mit der zweiten Scheibe Ananas jetzt auch. Und dann kommt noch die Birne. Ja, ich gucke mir mal an, wie liegt die ganz gut. Ja, so. Die schneide ich einfach mit der Länge nach auf. Versuche dann hier das Kerngehäuse so ein bisschen rauszuholen. Ich mache das immer erstmal mit dem Messer so ein bisschen. Ja, das geht hier auch ganz gut mit dem Messer. Es soll richtig so eine kleine Kuhle hier entstehen, weil da kommt nachher dann der Schimmelkäse mit rein. Ich nehme hier noch ein bisschen mehr weg. So. Und dann lege ich die schon beiseite. Mehr mache ich da nicht. Halt, doch. Da mache ich natürlich noch was. Ich mache auch hier nochmal einen Spieß durch. Das hatte ich übrigens vorhin am Anfang bei der Aufzählung der Zutaten nicht gezeigt. Ich habe hier also meine Spieße und dann habe ich hier auch noch ein bisschen Honig, den brauche ich gleich nochmal für den Schimmelkäse. So, und ganz zum Schluss kümmere ich mich dann noch hier um den Käse. Da schneide ich die Kanten, die Kruste hier so ein bisschen ab. Die Rinde, sagt man ja. Ja, das ist mir doch zu streng. Das muss man auch in dem Falle nicht unbedingt mit essen. So, und dann schneide ich das ein bisschen klein. Und gebe das hier in so ein Schälchen. Und dann kommt hier noch ein bisschen Honig dazu. Das ist hier jetzt ein Trüffelhonig, ist aber nicht nötig. Den Trüffel schmeckt man jetzt hier auch nicht so riesig groß raus. Wichtig ist halt noch ein bisschen Honig dazu. Noch ein bisschen Pfeffer. Und das Ganze dann so ein bisschen durchmengen, so ein bisschen durchdrücken. So, das reicht dann auch schon. Das ein bisschen so zusammenhalten, dass man das nachher schön mit dem Löffel hier rauskriegt und in die Birnen einfüllen kann. So sieht jetzt der Teller aus. Hier kommt nachher von dem Käse rein. Das ist vielleicht ein bisschen viel, das macht aber nichts. Das schmeckt auch so auf dem knusprigen Brot nochmal sehr lecker. Das Ganze werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen mit Olivenöl einschmieren und dann geht's raus an den Grill. So, nun folgt das übliche Prozedere. Das heißt, die Brennpaste unten rein. Dann anzünden. Und den Kohlekorb draufstellen. Und volle Pulle. Ich mache dann auch schon gleich wieder das Rost drauf.
heißt es jetzt so, ja, etwa 10 Minuten warten, bis das richtig schön doll durchgebrüht ist und das Gerät richtig Hitze entwickelt hat. Ja, der Grill hatte jetzt rund 10 Minuten Zeit, um richtig schön heiß zu werden. Und jetzt fange ich mal an, die Sachen draufzulegen. Als erstes nehme ich hier die Birne, damit ich die halbwegs vernünftig hinlegen kann. So. Reiche ich die jetzt mit der Schnittfläche erstmal nach unten. Dann kommt die Ananas. Ja, das fädel ich einfach mal hier so ein bisschen durch. Und die Melone. Ja, das ein bisschen schlecht zu machen. Ja, dieser Grill ist natürlich kein Spitzengrill, das muss man wirklich mal so sagen. Aber er macht trotzdem eine Menge Spaß. Insofern, dass das wirklich schnell und unkompliziert geht. Und wenn man das hier alles oben schön eng packt, dann entsteht auch wirklich richtig viel Hitze da drin. Und dann lässt sich das auch alles wunderbar grillen. So, ein Stückchen hier noch drauf. So, und jetzt lasse ich das mal ein bisschen ziehen. Und dann schauen wir, wie ich das umdrehe, wie es aussieht. Zwischendurch jetzt hier runterschauen, wie es aussieht. Leider ist da schon ein bisschen Speck hängen geblieben, aber das ist eben so. Kann aber noch ein Momentchen da auf der Seite liegen bleiben. Birne raus. Ja, die Birne kommt langsam. Muss man ein bisschen nochmal umdrehen. Die andere Seite auch nochmal durch, dass die Hitze mitkriegt. Ja, also hier sieht man auch, warum das mit dem Spießchen ganz praktisch ist. Da kann man das wunderbar händeln und kann das gut drehen. Ja, die Melone sieht schon sehr gut aus. Die wird auch einmal gedreht. Ja, ich werde dann den Speck jetzt auch schon mal hier, oder die Ananas mit dem Speck drehen. Ja, ist leider abgefallen, aber das ist nun mal so. So. Ja, die Birne ist dann auch gut. Die lasse ich dann hier auf der Hautseite erstmal liegen. Fülle die jetzt mit dem Käse. Am besten geht das wirklich mit 2 Löffeln. Ein bisschen anrücken. So. Wunderbar. Und wenn man mag, kann man jetzt noch so ein klein wenig Honig über die Banane, über die Birne geben. Nicht so ganz viel. Ein klein bisschen so ganz Käse. Und ein klein wenig Pfeffer. So, und damit der Käse ein bisschen schmilzt, habe ich mir hier so eine kleine Glocke gebastelt. Oder ist einfach nur eine kleine Blechschale, Loch in die Mitte reingehauen, Schraube durch und oben einen Korken. Sollte aber unbedingt auch ein echter Korken sein. Ja, man sieht es jetzt hier nicht so richtig. Ja, das ist hier so ein kleines Schüsselchen mit dem Korken drauf halt. Ja, dadurch steht noch mal ein bisschen mehr Hitze. Und der Honig und der Käse können noch so ein bisschen verschmelzen. So, jetzt ist es gleich soweit. Ich werde schon mal die Wassermelone vorbereiten. Das heißt, ich gebe hier einen ganz kleinen Tropfen Öl noch mal drauf. Da rufe ich nur so ein Tröpfchen. Und ein wenig Salz, ein gutes Salz durchnehmen. Hört sich erstmal ein bisschen ungewöhnlich an, passt aber wirklich hervorragend und schmeckt echt lecker. Und zum Schluss dann noch ein gutes Currypulver. Aber da lohnt sich es wirklich auch ein gutes zu nehmen, vielleicht sogar selber mal ein Curry zu machen. Kann das schon mal auf die Platte. Als nächstes kann dann die Ananas mit dem Speck hier runter. Ja, das ist leider nicht ganz so gut gelungen. Und zum Schluss dann noch die Birne. So sieht das Ganze jetzt aus. Wirklich eine feine Zwischenspeise. Es schmeckt aber auch super gut als Beilage. Die Melone zum Beispiel esse ich sehr, sehr gerne zu einem Steak. Die Ananas schmeckt super gut zu Hähnchenbrust.
Ja, so werde ich das jetzt erstmal servieren. Bei uns ist es, wie gesagt, heute eine Zwischenmahlzeit. Wir lassen uns das jetzt schmecken und würden uns super doll freuen, wenn ihr das mal nachmacht. Ja, ich wünsche dann erstmal einen guten Appetit, viel Spaß, noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!